Grüßt die Nacht. Wir gehen zum Rollschuh, zu Rollerman, zu Topman. Er sieht schon so sexuell unentschlossen aus, allein wegen seiner Farbgebung, wenn Roboter dann entsprechende Präferenzen bilden können. Ich frage mich ja, was sich Dr. Wily teilweise... Ach du liebe Güte, schlüssel, oh Gott, sie kommt von überall, sie wollen mich von überall rumsen. Hallo, schön, dass du nicht stirbst. Nein. Was mache ich hier falsch? Ich meine, durch Gas... Nee, wie heißt das? Sparkman Stage. Bin ich einfach so durchgehüpft. Und hier... Bops. Ja, vielleicht bin ich einfach zu ungeduldig. Wer weiß. Ja, wir haben eine ziemlich schlauchige Woche hinter mir. Und ich meine damit nicht, dass sie irgendwie nur straightforward war, sondern anstrengend. Genauso wie diese Stachis hier. Ja, geh kaputt. Haha, ich bin ihm ausgewichen. Ich kann's noch. Ich habe auch keine Ahnung, was dieses Panda-Bambus-Lotus-Koala-Blatt-Zeug im Hintergrund mit einem Topman zu tun hat. Soll das jetzt ein Bienenwaben? Soll das ein Spielwarenfachgeschäft sein? Das Kinderparadies für die Koala-Babys? Man weiß es nicht. Was haben Bauarbeiter-Roboter hier zu suchen? Man weiß es auch nicht. Wollen sie den Wald flachholzen? Es ist, die Helmis hier, so Bauarbeiterhelme, japanische, originale Bauarbeiterhelme, die viel, viel aushalten. Nicht so wie die in Werner Beinhardt. Warum schieße ich durch die Katze durch? Warum ist die Katze so groß? Ein Tiger sieht anders aus. Na gut, in Mega Man 2 waren es die Hundis und hier sind es die Katzis. Ja, Stage relativ einfach und ja, die Bosse, die jetzt noch übrig sind, sind auch einfach, weil die empfindlich gegenüber der Mega... Was ist das? Nochmal eine Katze. Und, ich habe das Gefühl, dass sich die Katzen sehr schnell umbringen lassen. Nein, Nintendo-Logos im Hintergrund oder Nintendo als Logo im Hintergrund. Macht keinen Sinn, aber, was sagt Capcom? Blattplattform. Was sollen Blattplattformen? Egal. Klar, ist das ein Museum, oder? Ich weiß es nicht. Dr. Wily baut Kreiselroboter, um die Welt zu erobern. Hey, Proti, weißt du schon, was wir dieses Abend... machen? Wir versuchen, mir die Weltherrschaft einzureißen. Harr. Ich bin der Teufel. Harr. Ich hab schon wieder... Ist das die Ziellinie? Gelbe Flagge. Yay, ole, ole. Kohle an Bord. Und ja. Schnell hier rüber. So, die Kreisel des Todes sind nicht so gefährlich, wie sie den Anschein haben. Zumindest dann, wenn man, ja, sich ein bisschen Zeit lässt und über glasigen Boden läuft. Gott sei Dank ist nicht der Jack oder der Hans aus Die Hard oder Stirb langsam, mein Gegner, der würde nämlich den Boden zerschießen lassen, sodass ich die ganzen Splitter in den Füßen stecken hätte. Ja, Topman. Einfach, er verliert, glaube ich, 2 Lebenspunkte, wenn ich ihn einmal mit der Standardwaffe anhaue. Und ja, er ist unverwundbar, wenn er sich dreht. Schade, dass Mega Man dabei nicht unverwundbar ist, wenn er sich dreht. Ja, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Bei ihm hier haben sie gedacht, okay, diesen Boss implementieren wir als einfache Lösung für diejenigen, die mit einer beschissenen ersten Extrawaffe ins Spiel starten wollen. Oh ja, für die, die es nicht kennen... Mega Man wird zu einer Ballerina. Er springt hoch und dreht sich. Springt damit in seine Gegner rein. So Taliban-mäßig, hier Selbstmordattentäter. Und ja, macht seinen Gegner Schaden. Und wenn er die Gegner damit nicht umbringt, dann kriegt er aufs Maul. Deswegen ist es... Die Entwickler hätten ihn irgendwie, keine Ahnung, unverwundbar machen können, während er da so rummacht, oder? Weiß nicht. Also ich meine, ich finde das Konzept finde ich geil. Da haben sie ja auch irgendwie wieder in, was war das, Mega Man, in Mega Man 5 haben sie sowas ähnliches ausgepackt. Da ist es kein, hier, ich demonstriere es einfach mal. Ist dann immer noch ohne Tools. Ja, wenigstens sieht er dabei nicht so sexuell unentschlossen aus, will ich es mal ganz sachte nennen, wenn er sich da einfährt, weil er grau ist. Warum ist er da grau? Ich meine, sollte er da nicht irgendwie die Aspekte des Bosses annehmen, auch von der Farbgebung her, oder ist das tatsächlich noch nie der Fall gewesen? Ich meine, bei Hartman ist er... Na gut, das riesengroße Zäpfchen ist da auch mehr... Ist Hartman eigentlich grau oder ist er blau? Weil Mega Man ist ziemlich dunkelblau mit der Farbgebung der Hartknuckles, also der Faust aufs Auge Waffe. Oh Gott, mir wird gerade gewahr, was auf mich wartet, wenn ich hiermit fertig bin. Dreh dich einfach um. So. Jetzt
Das ist Sphinxor, keine Ahnung. Er hat für mich irgendwie so eine Art ägyptischen Touch. Weiß nicht, wie die Sphinx. Hat zwar hier nicht die Krallen, aber irgendwie, keine Ahnung, die Kopfform. Ich weiß nicht, in den letzten Folgen meine ich, oder in den letzten Aufzeichnungen meine ich, hatte ich nicht so die Probleme mit dem Umdrehen. Sprich, die dreh dich um. Nee. Keine Ahnung, bei diesem Teil, das mag ich nicht. Das ist so ein schlechtes Reagieren, ne? Da taucht gerade ein Gegner hinter auf, jumm, umdreht, schumm, tot. Also, in diesem Fall Mega Man, weil, er sich nicht umdreht. Oder doch, und dann dreht er sich nicht wieder zurück um. Und ist das, sind das da umgedrehte R's da in diesen Containern oder diesen Spulen oder was auch, holala, hinterho, sein soll? Na, egal, die Energie habe ich nicht gebraucht. Ja, scheiße. Zück und zück. Ui! Und jetzt bestimmt. Oho! Ja, was anderes? Ging ja. Oh Gott, nein! Verdammt, ach shit. Okay, hier ist die Ork. Vaku! Hui! Einfach drüber. Okay, oh nein. Nein! So, jetzt aber einfach. Na, ich nehme hier die Abkürzung. Zack! Haha, dann bin ich nicht in Gefahr. Hui, ja. Och nee. Und jetzt? Nein, oh. Wussa, geschafft. Erster Versuch. Okay. Neben Sparkman, denke ich, die etwas schwere Phase. Die etwas schwere Levelkonstruktion. Auf der anderen Seite. Weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Nein, genau, ich weiß wieder. Ist dieses... Oh Gott, es kommt durch den Kopf. Ist diese Levelkonstruktion oder diese Bauklötzchenkonstruktion natürlich ein wenig einfacher, ein wenig, als die bei Heatman? Mergel. Nicht Merkel, sondern Mergel. Nein! Ich wollte doch Flawless Victory machen, weil der Boss ist einfach. Komm, raus. Outstanding. Aha! Ja, das passiert, wenn man vergisst, sich zu ducken. Kommst du, ding, bist du umfällst, im Tor. Oh, jetzt bleib mal hier, jetzt springen wir drüber und... Ja, er kann im Grunde nur zwei Attacken, das ist einmal saug oder anzieh. Ich fand den Boss cool, weil er so Ninja-mäßig aussieht. Der sieht mehr Ninja-mäßig aus als Shadow Man. Den hätten sie als Shadow Man designen sollen, natürlich den Magnetenfeuer vom Kopf runter. So wie jetzt. Ist nicht nur der Kopf weg, sondern auch der Körper. Jo, damit hätten wir... Also, ich habe jetzt gedacht, holala, hida da, die Miranda Knows, küssi hier an der Stelle. Hatte vorgeschlagen, hier frühstück doch die anderen Bösslein auch noch ab. Haha! Ja, haben wir, alles bestens. Bosse alle hinüber, alle in... Naja, fast alle in diesem Video. So, und die Magnet Missile ist sozusagen der... Ja, der erste seiner Art von der Homing-Waffe. Also nicht der Homie-Waffe, sondern der Waffe, die Gegner verfolgen tut, wenn sie abgeschossen wird. Rums. Und jetzt kommt das, wovor ich Angst habe. Kleine Demonstration gefällig. Machen wir noch. Also wir haben oben links, oben rechts, unten links und unten rechts Zusatzstages. Wie sehen die aus? Im Grunde sind sie vom Design her angelegt an das Level, wo wir schon mal vorher durchgegangen sind. Das hier ist beispielsweise die Shadow Man Stage in Schwer. So, hier oben kann man leicht mit dem Kopf sterben, weil man an die Stacheln springt und hier runterfällt. So, die Level sind fordernder als die Standardversion, also schwieriger. Hier muss ich auch Tools einsetzen, also insbesondere Rush. Und ich glaube, ohne Rush komme ich hier... Oh Gott. Frogger! Geh sterben, indem du über Autobahnen hüpfst. So. Ja, also einmal die Herausforderung, lebend ankommen. Und dann die Bosse. Es gibt in jedem Level zwei Bosse. Und das ist dieser sogenannte Doku-Robotu, oder wie DK das sagte. Also guckt euch Kommentar... Oh Gott. Oh, hier ist Boden, das ist gut. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Oh Gott, ich hasse diese Plattform. Jing, jing, jing und zack. Aha, wir haben noch Puffer, sehr gut. Ja, diese Shadow-Generatoren, die kotzen mich hier insbesondere auch an. So, nein. So, ja, alles fruchtig und super. Oh, so, zack. Nein. Ah, ich wollte es doch. Ich hasse dieses Ding da oben. Ich bring da jedes Mal gegen. Es soll weg sein. Es soll nicht da sein.
Ich weiß doch nicht, wie ich diesem begegnen soll. Ja, ich schneide einfach mal den Weg raus. Ich will mindestens noch den ersten Boss zeigen. Dazu hätte ich, glaube ich, ein anderes Level nehmen sollen, was einfacher ist. Naja, was soll's. Jedenfalls, ihr dürft euch gerne für eine Wahl entscheiden. Und ab hier weiß ich, wie gesagt, noch nicht genau, ob ich es überhaupt schaffe mit Buster Only oder whatever. Also, jetzt wird's richtig übel, wenn ich Buster Only bleibe. Ich muss auch mal ein bisschen gucken, wie das aussieht von dem Schwierigkeitsgrad her, ob ich das tatsächlich schaffe oder ob ich das mit Energietanks mache, wovon ich zwei habe. Ja, das wird garantiert nicht für alle reichen. Eigentlich wollte ich den Weg rausgeschnitten haben, aber na gut, ich habe halt viel zu Kamelle und wenn er Kamelle will, dann lassen wir Kamelle, sage ich einfach mal. Oh Gott, schon wieder die Schwachsinnspassage hier. So, den ersten kann ich ja noch irgendwie auseinandernehmen, indem ich hier Roms mache. Aber der zweite, das mache ich beim zweiten. Ist ja nicht so, dass ich einfach mal... Der kommt ja nicht. Der kommt ja nicht freiwillig. Jetzt bin ich da oben und... Wie handhabe ich das? So, zack, zack. Aha, jawoll, es geht doch. Hui, hui, hätte ich das nicht gedacht. Ich hab's auf Video, ich hab's auf... Spring verdammt nochmal. Blödmann. Ja, Kontrolle ist gut, aber Springen ist besser. So, ja, der erste Boss und ich glaube, es ist gleichzeitig einer der schwersten. Gucken wir mal, wenn wir reinlasse. Ja, dieser Dokurobotu oder was auch immer übernimmt immer den Aspekt aus einem der 8 Bosse von Mega Man 2. Und es ist immer der gleiche quasi. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und tschakka, 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 tschakka. Siehst du, man kann drüber springen, man kann drüber springen, aber er macht so viel Schaden. Verdammt. So, jetzt muss ich hier aber... Und... Fuck. Ja, ihr seht's, ohne Energietank wird schwierig. So. Hui, hui, hui. Ja, und jetzt ist Ende im Gelände. So. Das Blöde ist... Ich bin Game Over. Okay, ich bin... Ach, das ist ganz gut. Ja, seht's, wie schwierig das ist, ne? Und, hier machen wir Stage Select. Gott, wird ein langes Video, aber passiert halt mal, ne? Ja, es war Shadow Man. Und, ja gut, wenn ihr nochmal Shadow Man wählt, dann werde ich sozusagen Offscreen bis zum ersten Boss spielen und, ja, mal weitermachen. Aber bei den anderen Stages sind wir relativ frisch drin. Wählt irgendwas und, ja, dann gucken wir mal, ne? Also kann jetzt sein, dass die es länger brauchen, bis ich meine Folge hochlade. Weil ich jetzt nicht, ich werde erst dann was hochladen, wenn ich auch tatsächlich irgendwie mal durchkomme, sage ich jetzt mal. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.